Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter Moons of Madness. Ich habe mir die Audiostellung gerade angehört und die Audiostellung, genau. Und es klang okay, denke ich. Also dieses Hintergrundgebrumme, dieses was das Spiel die ganze Zeit hat, ist vielleicht ein bisschen laut. Ich habe das Mikrofon jetzt näher an mich rangestellt, in der Hoffnung, dass ich dadurch auch etwas lauter werde. Weil wenn ich mich selbst hochpegel, dann fängt es wieder an zu rauschen. Das ist alles nervig und kacke. Audioeinstellung bei Spielen ist immer Rotze, finde ich. Also zumindest, wenn man versucht, das aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich bin dafür definitiv zu blöd. Wir starten den Timer, öffnen die Tür und werden uns erschrecken. Nein, doch nicht. Noch nicht zumindest. Hier haben wir noch eine krasse Energiezelle. Inventar hinzufügen. Nichts von Interesse dabei. Und wir öffnen die Tür und erschrecken uns. I should grab that cell powering the facility before I go. Bisschen habe ich mich erschreckt, weil er so drauf gesprochen hat. Okay. Alles gut. Sauerstoff. Der gute Stoff ist es. Shane, what is the situation at the solar site? Panels are out of alignment again. Until the Cyrano gets here, I don't have the parts to test. Can't confirm the issue 100%. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four Orochi execs on my ass. If you want to explain to them why a multi-million dollar piece of equipment is being manually adjusted every day, be my guest. But we have a mission and I'd rather focus on that, not fucking filling out paperwork. Copy? Copy. Not your fault, but after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Over and out. Ich denke, es ist nicht meine Schuld, Schlampe. Maschine starten, testen. Hydraulik ist am Arsch. Ich brauche das Ding ja an sich momentan gar nicht. Lass es da stehen. Irgendwann wird das wahrscheinlich noch relevant. Hier brauche ich wieder den Aufzug. Kann ich oben die andere Energiezelle einsetzen. Und dann ist aber gut. Ist es wirklich so, dass der Sauerstoff überall dann so schnell weggesnackert wird, auch bei unseren Astronauten und so, wenn die da draußen sind? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die nur so wenig dabei haben, dass es so schnell weggeht. Da kann man ja, da brauchst du ja mehr Zeit, um ins All zu kommen, als dass du draußen verbringst quasi. Ich meine, wahrscheinlich tun sie das auch tatsächlich mehr dafür brauchen, als dass sie draußen sind, aber halt im extremen Maße meine ich damit. Weil im echten Leben haben die, glaube ich, nicht da draußen irgendwo Sauerstofftanks rumhängen, wo die mal schnell ihre Dinger da anstöpseln können. Ah. Das Ding wieder auf, ja. Verbinden. Ah, die Richtung. Schön. Ich will das Ganze auch sehen. Optimal ist es ja nicht. Optimal ist 100. Das ist jetzt vielleicht gut genug fürs Spiel, aber ist es auch gut genug für Cthulhu? Declan, the jetzt solar sage ich ja. Now calibrated. Heading up the hill to the conduit. I mean, copy that. Das habe ich natürlich verkackt. Hat ja einen Einfluss, wie geil ich das mache, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass es die Art von Spiel ist. Ach, hier steht er ganz gut.
Wohin soll ich mich jetzt auf den Weg machen? Zurück, oder? Nee. Stromleitung aktivieren, um Energieversorgung der Basis wiederherzustellen. Na, der geht da oben. Schöner Sandsturm hier. Muss ich dafür da wieder hochklettern? Das Klettern war doch auch schon vorhin sinnlos, oder? Ich hab nicht einfach hinlaufen gekonnt. Ich will immer Leertaste drücken. Also ich drück dann auch immer Leertaste. Das bringt nur nichts. Ja, hier hätte ich natürlich auch einfach hinlaufen können, aber sowas cooler. There should be a fuse switch on one of the sides. So schwer kann die Technik doch nicht sein, oder? Eine Seite hier. So das Ding. Looking good. Power should be back on. Shane, I've got good news and bad news. Good news, I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. Restoring power must have triggered the pumps, and I'm showing significant pressure loss across the system. Can't be cut off remotely? Oh, sorry, cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. Nix als Arbeit. What did you just do? I have water spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a new heart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez. Who's shitting her cereal? Moment mal. Ihr seid auf Mars. Wasser ist hier gerade eigentlich mega wichtig. Aber die Frau ist sich zu fein. Also die Olle da ist sich zu fein, das Ding auszuschalten und nicht, was weiß ich, wie viele x Liter Wasser verschwenden, die da jetzt sinnlos irgendwo hinprallern und dafür sorgen, dass ihr verdursten werdet und kläglich sterben. Das macht natürlich Sinn. Ich meine, klar, das wird alles konserviert, aber ich glaube nicht, dass es konserviert wird, wenn es einfach auf den Boden geht. Luft ist immer gut. Auch mit. Und links steht Orochi. Ich habe keine Ahnung, ob da Orochi steht. Aber vermutlich steht da Orochi. Ja. Seht ihr nicht. Aber neben dem krassen Symbol. Maschine starten. Und jetzt nehmen wir uns gemütlich zurück und lassen ihn sein Ding mal fahren. Das Schiff nach Hause bringen. Das Schiff schaukeln. Bin ja gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. Für mich war es eigentlich schon genug an Schock und Horror. Und ich bereue es halt immer noch, dass ich auf die Idee kam. Oh, mach doch mal was mit Horror. Scheiße. Ich bin sowas auch einfach nicht gewöhnt. Bei sowas scheiße ich mir fast in die Hose. Ja, das ist nicht schön, sage ich euch. Ich muss auch sagen, ich bin gar kein so großer Freund von Jumpscares und so. Hey, still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is, the day after my birthday, I head downstairs for breakfast, and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was Well, she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Ich komme hier mit 36 Sauerstoff an. Hätte ich nicht aufgefüllt, wäre ich dann tot gewesen oder was?
Die Backstory ist wohl. Wow. Feels like I'm back in therapy. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away, right? Ist auf jeden Fall, ja, Teil davon, was er die Kindheitserinnerung. Welcher Teil war der, wo dann die gruselige Frau hinter einem steht? Man weiß es nicht. Ich glaube, hier sind schrecklichere Dinge unterwegs als deine Mama. Manchmal ist man halt ein bisschen doof. Ist doch alles gut. Hat nur ein bisschen gezwiebelt. Das ist hier unten das Greenhouse. Cool, ich bin eingesperrt. Nice. Es leckt. Declan, the greenhouse is definitely in a sorry state. This has got to be fixed before the Cyrano lands. Well, the major issue is the water reclaimer. Now I'm reading it as offline. Work your magic. Ist das euer Ernst? Und die Frau ist sich zu gut, das da selbst zu machen. What the fuck? Jawohl, da reicht meine Sicherheitsberechtigung. Werde ich übrigens noch eure Sicherheitskarten klauen, nachdem ihr tot seid und wahrscheinlich dann in andere Bereiche vordringen, denke ich mal. Aber das wisst ihr noch nicht, PCs. Was haben wir hier? Wir haben jetzt zwei. Cool! Spookiges. Ja, eine Einser-Tür. Komische Sachen. Ja, das ist ein krasses Buch. Die Arbeit an unseren Gensplicing-Projekten hat begonnen. Meine Aufgabe hier in Invictus sind bedauerlicherweise sehr umfassend. Arbeit auf dem Mars. Ich meine, da kann man ja gar nicht seine Freizeit genießen, ne? Dieses Protokoll dient der Aufzeichnung der ersten Pflanzenversuche. Daten und Notizen werden abgestimmt und in den entsprechenden Berichten erläutert. Dieses Protokoll dient als Übersicht und bietet mir die seltene Gelegenheit, mich zu unseren Studien zu äußern. Inna empfiehlt mir, ab und an lockerer zu sein. Das habe ich fest vor. Enthaltene Spezies. Und dann sind da so ein paar krasse Pflanzen, unter anderem Aloe Vera. Das ist die einzige, die ich kenne. War da noch eine zweite Seite? Sorry. Kann man sogar mehr verkumpeln, Alter. Präparate vermehrt und auf ihre Behälter verteilt. Ich habe das Chaos im Labor beseitigt und entspricht jetzt meinen hohen Standards. Mir ist klar, dass Dr. Volkova darüber nicht begeistert ist, da mir aber aufgefallen, dass sie häufiger nach etwas sucht. Sie hat die gesteigerte Effizienz widerwillig akzeptiert. Während die Samen der Mars-Erde-Mischung keimen, habe ich etwas mehr Zeit, um Anpassungen vorzunehmen. Ich habe ihr versprochen, dass ich das Treibeis nicht überorganisiere. Da wir keinen Zugang zu den erforderlichen Geräten wie eine automatische Hochdurchsatzsequenzierer zur Genotypisierung für die Vereinfachung der Samenanalyse haben, müssen wir ihre Keimung abwarten, bevor wir weitermachen können. Das ist meines Erachtens unzureichend. Dr. Volkova hat mir versichert, dass die Entscheider die Geräte nach der ersten Testrunde bewilligen werden. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe mit der Entwicklung eines Alternativplans begonnen, falls unsere Fortschritte weiter behindert wird. Die Zentrale hat Dr. Volkovas Arbeit ausnahmsweise einmal unterstützt. Man hat uns Zugriff auf die freigegebenen Forschungsprotokolle von Pletron gewährt, namentlich die Genmanipulation von Nutzpflanzen. Obwohl ich eine aktuelle Aufstellung diesen von Experten geprüften Fachartikeln vorgezogen hätte, enthielt sie einige unerwartete Überraschungen. Darauf kann ich aufbauen.
Heute gab es einen Rückschlag, aber Frustration ist etwas für schwächere Gemüte, wie Inna sagen würde. Die eingebrachten Bakterien konnten sich nicht an allen Präparaten festsetzen. Die Pflanze da zeigte einen ungewöhnlichen Wachstumszyklus, hatte einen fast 30%igen geringeren Nährstoffbedarf, übertraf aber dennoch alle üblichen Wachstumsmuster. Das klingt nicht gut. Wir konnten diese Anomalie isolieren, aber das Bakterium muss während des Transfers exponiert worden sein. Die Samen zeigten bei den Tests keine vergleichbaren Merkmale an diesen und lediglich nominelle Wachstumsmuster. Ja, Gott sei Dank, ihr Nasen! Das Projekt spitzt sich zu, allerdings nicht schnell genug. Wir haben die Grenze dessen, was auf der Erde möglich war, gesprengt. Ich weiß allerdings, dass noch mehr möglich wäre. Ich werde tun, was nötig ist, wenn Sie Innas Arbeit nicht mehr unterstützen. Ich kenne jemanden, der dazu bereit wäre. Beharrlichkeit, Lukas. Beharrlichkeit. Inna hat eine weitere Spezialanfrage eingereicht, das Orochi weiterhin ignoriert, was eindeutig Potenzial für bahnbrechende xenobotanische Studien hat. Erscheint mir als unredlich oder bestenfalls als töricht. Ich bin verärgert. Dann sei mal verärgert, du olle Pflanzenkuh. Das klingt schon alles so Cthulhu-mäßig. Wieso habe ich hier, ich logge mich da immer mit meinem Nutzernamen an, wieso habe ich dann hier unterschiedliche PC-Einträge? Sind die nicht vernetzt? Allgemeines Botanikprotokoll. Dies ist ein allgemeiner Bericht über die Aktivität bezüglich der botanischen Studien im Rahmen der Mars-Mission Invictus, verfasst von Dr. Lukas van Boren, mir selbst, der sich unabhängig von seinen anderen Verantwortungsgebieten freiwillig als Assistent von Dr. Volkauer zur Verfügung gestellt hat. Die zu studierenden Spezies sind besser in der Lage, die Luft zu entgiften und bevorzugen helle Umgebungen, die den Bedingungen auf dem Mars ähneln. Unsere erste Aufgabe ist die Beurteilung der Proben hinsichtlich ihres Wachstums in gewöhnlicher Pflanzenerde und es mit Ergebnissen der von der NASA in Auftrag gegebenen Luftreinheitsstudie zu vergleichen. Überdies hat Dr. Volkauer einige Proben ihrer eigenen Spezies bereitgestellt, unter anderem diverse Fleischfresser. Die Kolonie von Schaben hat die Reise entgegen unserer Hoffnung nicht überlebt. Dr. Volkauer sagt, sie könne die nötigen Nährstoffe simulieren. Erstaunlicherweise erfüllen bis dato alle gesammelten Pflanzendaten unsere Erwartungen. Wir können nach dem Abschluss dieses Probelaufs mit experimentellen Wachstumsbedingungen fortfahren. Dazu werden wir dieselbe Spezies in mit Bakterien angereicherte Marserde einsetzen, die wir aus den Abfällen der Besetzung und tierischen Testsubjekten gewinnen. Ich habe in meiner Freizeit einen Plan zur Prüfung einer Hypothese hinsichtlich der Moral der Crew entwickelt. In Vorbereitung dieses Experiments habe ich mit Inners Erlaubnis Ableger einiger Spezies genommen, um diese zu vermehren. Hamsteros. Sobald das richtige Bakterienverhältnis erreicht ist, eignet sich die Marserde sehr gut als Substrat. Während die meisten Pflanzen ein normales Wachstum aufweisen, erreichen einige wenige nur suboptimale Wachstumswerte. Siehe Tabelle. Ist die einzige Probe, die kein Wachstum verzeichnet. Dr. Volkauer hat den Grund noch nicht bestimmt. Ob schon wir unser ursprüngliches Forschungsfeld damit zugegebenermaßen verlassen haben, konnte das Wachstum durch die Verwendung der durch Dr. Volkauer genmodifizierte Variante von Mauna Loa um 300% gesteigert werden. Die neue Pflanze benötigt eine erheblich höhere Zufuhr von Salz und Nährlösung. Scheint als Hydrokultur aber gut zu gedeihen. Ihre Nähe zu Mauna Loa 1 hat sogar das Wachstum der Originalpflanze spürbar beschleunigt. Eigentlich hatten der erhöhte Nährstoffbedarf und die ausladende Wurzelstruktur genau das wie Gegenteil bewirken müssen. Ich habe Dr. Volkauers Beharrlichkeit immer bewundert, aber dieses Ergebnis ist überragend. Vielleicht sollte ich Ihren Rat beherzigen und meine Komfortzone in Zukunft verlassen für meine Arbeit. Text. A lot of it. Gehen wir hier rein. Und erschrecken uns. In 3, 2, 1, nein. Ich wollte ja eigentlich noch sagen, dass ich gar kein großer Freund von Jumpscares bin und sowas. Weil allein schon, das hier ist ja ein Spiel, was so Cthulhu-Anlehnungen hat und so. Und in Cthulhu-Mythos, da gibt es auch nicht diese dummen Jumpscares die ganze Zeit. Es ist, ich laufe hier im Kreis. Ich laufe hier buchstäblich im Kreis. Da gibt es auf jeden Fall auch nicht diese ganzen Jumpscares. Also, nicht so. Der Cthulhu-Mythos ist viel diskreter und wahnsinnig machender.
Okay, ich scanne mal die Umgebung nach dem Niveau, wo ich hin muss. Ah, hier lang. Da oben? Oder? Ja, da oben. Schön alles im Überblick behalten. Ist hier oben jemand? Irgendwann steckt meine Leiter hoch und da ist dann einer ein. So wie die Animation aussah. Das ist übrigens nicht safe, also das entspricht keinem Sicherheitsstandard. Leute! Habt ihr den Schuss nicht gehört? Das hier entspricht auch nicht den Sicherheitsstandards. In der Tat nicht. Bin ich hier richtig? Wir haben so ein komisches Vorgerät. Ich muss erst da hinten lang gehen. Hier kann ich trotzdem die Kurve drehen. Alright. Should be able to pass through now. Gut zu wissen, wo ich nicht durchkam. Ach Gott, ich möchte schon den nächsten Jumpscare um die Ecke. ID ist Sicherheitsstufe 2. Okay, wenn nicht jetzt hier ein Jumpscare kommt, dann irgendwann, wenn ich Sicherheitsstufe 2 habe. Weil ich irgendjemand was abgewürzt habe. Ach, Leute. Macht sowas doch nicht. Plumber. What a mess. I gotta keep an eye on that steam so I don't get burned. Ja, mach mal. Shit! Dr. Volkova? What was that? Ich hab nichts gesehen. Ich bin froh, dass ich nichts gesehen habe. Ich will gar nichts sehen. Ich will gar nichts sehen. Nein, nein, hier ist alles fein. La la la. Lasst mich alle in Ruhe. Ach du blöde Kuh. Da ist ein dunkler Gang. Da wollen wir nicht lang. La la la. Hier ducken wir uns durch. Wenigstens gibt es keine Batterieanzeige. Das ist eine Scheiße. Komme ich da durch? Dann sollte ja weit genug weg sein. Ja, denke ich doch auch. What is that? Also, vom ersten Eindruck hätte ich gesagt, was tentakelig ist. Also nichts, was man nicht auch aus tausend Hentais kennt. Er geht mit dem Tentakeligen nach. Geht nicht. Hier gerade gefunkt. Auch nicht so safe, ne? Aber passt schon.
ist immer wichtig bei sowas, dass man sich da erstmal umdreht. Wann war hier zuletzt jemand unten? Warum ist es keinem aufgefallen? Ina, the entire mangrove root structure is contaminated. There is a viscous black substance like oil. It seems like it's spreading. It is not contaminated. It is changing, evolving. It's beautiful. It is reborn. This doesn't look right. Oh, constant interruptions. I do not have time to explain myself to you. Alles klar, eine Kultistin. Quasi, die weiß es nur noch nicht. Und das da ist, sieht fast aus wie eine Art Herz. Da sind Blasen, die pulsieren. Das ist das Problem beim Kulturmythos. Die Leute wissen ja in der Regel nicht mal, dass sie dumm sind. Finally, the water reclaimer. Yay! Nachdem wir durch Cthulhu's Arschloch gekommen sind. Lucas again. Who just takes this stuff apart? Now I have to find where he put three water reclaimer pieces. Geil. Oh, an ID card. Of course he leaves his ID. At least he has a higher clearance level. Well, Lucas, I'm gonna need to borrow this for a bit. Should be able to open these doors now. Klar, kein Problem. Oh, diesmal sind wir bei ihm eingeloggt. Ich habe die Wasseraufbereitungssysteme im Rahmen einer aktuellen Reihe von Experimenten in andere Bereiche des Treibhauses verlagert. Da sich die Ersatzzellen noch in Produktion befinden, bleibt der Wasseraufbereiter bis zum Abschluss meiner Experimente offline. Die anderen halten das zwar unverantwortlich, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Sobald die Zellen wieder an ihren Plätzen korrekt konfiguriert sind, ist unsere Wasserversorgung wieder sichergestellt. Würde ich meine Pflichten nicht für Ausflüge zu potenziell interessanten Orten, ärztliche Aufgaben und Inas landwirtschaftlichen Bestrebungen vernachlässigen, wäre ich hinsichtlich meiner eigentlichen Aufgabe gewiss effizienter. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen eben alle Opfer bringen. Ina, tut mir leid, dich damit zu behelligen. Nein, sehr konkret, sprich das Problem direkt an. Ich möchte dir sagen, dass mit unserer gemeinsamen Zeit hier auf der Station viel bedeutet hat. Seit einiger Zeit mache ich mir allerdings Sorgen um deinen Gesundheitszustand. Ich war immer ein Bewunderer dein. Nein, das sage ich, mache ich später. Konzept Ina nach Projekt Arboromor fragen. Ina nach den neuen Samen und den seltsamen schwarzen Wurzeln fragen. Soll ich sie persönlich ansprechen? Aufbereiter, Diagnose, kritisch, offline. Offline-System getrennt und kritischer Fehler, manuelle Reaktivierung, wir müssen wieder die Scheiße ganz im Laufen bringen. Aber bevor wir hier wieder ganz tolle Genesungseinheiten finden müssen und uns weiter vorwagen, und zwar in Richtung hier, wird es wieder geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Blank Spectator war vor euch im Mikrofon und ich hoffe, ihr hattet Spaß.